Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Hot Dog, Horseshoes and Hand Grenades. Freunde, und Update 52 Alpha 11 sagt, watch the latest devlog. Und das habe ich getan. Und es sagt, try out the sampler platter level. Und ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, Freunde, the sampler platter ist am Start. Laden wir einfach mal die Szene. Wenn das Spiel das sagt, dann müssen wir das tun. Es bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, oder? So als zielloser, ungesteuerter, freilebender Mensch. Ja, da braucht man zwischendurch mal so einen kleinen Engpass, so eine Passage, wo man so leicht im Leben durchgeleitet wird. Ja, man muss es nicht mal unbedingt wollen, aber es hilft bei der Entwicklung. Und deswegen machen wir einfach mal das. So, start here. Templar Platter. Closed for routine. Aha. Oh. Ach du meine Güte. Schau mal, was fein. Grab an object, okay, das ist Quatsch. Pommes! Das sind Pommes! Grab a grenade, skip right to the desert table. Salatbar? Steakhouse, shooting range. Okay, warte mal. Was ist das hier? Ach, da kann man bestimmt Dynamit dran anzünden, hä? Oder? So, machen wir mal das hier. Und hepp! Schauen wir mal, ob wir das, den Hotdog... Wow! Wurstexplosion! Wow, I'm in heaven! Und was sagt der Entwickler dazu? Oh Gott, ich dachte, das wäre dieses Wonderful... Ach du Schande. Hör bitte auf zu schreien, Zitrone! Okay. Oh, das geht ja in der Tasche sogar an! Oh Gott, oh Gott! Okay. Hä? Was nu? Explosionen in der Ferne. Damit hatte ich aber nichts zu tun, oder? Sind da irgendwo Geräusche? Start here of the horse. Okay, ach so. Okay, hier gab es eine krasse Explosion. Der Baseball ist auch weg. Nehmen wir nochmal die Bananabombe, die ist nice. Okay, warte. Muss ich da jetzt extra hinlatschen? So. Okay. Alles klar. Kann ich hier den... Okay, Moment. Das müssen wir anders machen. Bleib da liegen, bitte. Dankeschön. So. Hoppala. So ist doch schon viel angenehmer eigentlich, oder? Achtung! Oh! Wow! Home Run! Oh, leider kann ich nicht. It's all the flavor. Achso, ich jetzt hier. Reload Scene zum Beispiel geht nicht. Continue. Okay, zur Salatbar. Wollen wir zur Salatbar? Okay, gehen wir in die Salatbar. Was gibt's denn hier Feines? Oh, guck mal hier. Können wir ein bisschen rumspielen. Classic 9-11. Oh, was ist das denn da für ein kleines Gerät? 200er S Snoop. So. To fire revolvers. Bam, bam. Was? Z? Achso, ja. Klingeling. So, nochmal rein damit. Sehr schönes Tutorial. Aber guck mal, ey, kommst du gar nicht bis nach da hinten. Das ist... So, funktioniert nicht. Versuchen wir mal die 1911. Moment, ich muss mich hier... Ach Mann, das ist immer so, ne? Our fries are the bomb. Alter, das sehe ich schon auf dem Bild. Die sehen so lecker aus. Wobei, warum ist da eine Himbeere im Salat? Was ist das denn? Naja. Wissen wir nicht. 1911 haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen eigentlich, ne? Macht das fast bumm? Achso, hier kann ich den Hahn spannen. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte das Magazin rausmachen.
Ich meine, wenn hier schon zwei rumliegen, kostet ja nichts, ne? Bam, bam. Also, Leute, wenn einer von euch eine VR-Brille hat, ne? Und sich denkt, alter Schwede, das Spiel, das habe ich noch nicht. Ihr müsst euch das holen. Das ist... Jawohl, guck mal, damit treffe ich wenigstens mal da hinten den. Tja, unverfehlbar, wunderschön. Ja, dann hier, 44, Deagle, haben wir leider nur ein Magazin. Aber wir wollen das natürlich. Das ist schon Schnack. Bam. Der Bärentöter, ey. Ich brauch das zur Selbstverteidigung. Zur Selbstverteidigung. So, was haben wir hier? 44er Magnum. Der Klassiker, Freunde, ne? Damit habe ich auch noch nicht geschossen. Klack. Ah. Peng. Sehr schöner, langer Lauf. Ich mag das bei den Revolvern und so, bei, wenn die einen langen Lauf haben. Ich finde das irgendwie, das sieht ästhetischer aus. Das hat nichts damit zu tun, ob man damit irgendwie cool auf irgendwen schießen kann oder so, sondern es sieht einfach, weiß ich nicht, wenn die haben dann einfach so ein schlankes, langes Design. Das mag ich lieber als jetzt wieder hinten zum Beispiel bei diesem kleinen Rüsseldings. Speedomatic, Melonballer, Schildkröte, Hotdog, on. Hase. Oh. Wow. Ah, stopp. Oh. Die alte kleine Luger. Also ich meine, ich habe jetzt auch noch einiges gelernt dann über die lustigen Waffen, die es hier so gibt. Was ist denn jetzt Schildkröte? Fliegen die dann langsamer oder was? Oder kommen die dann einfach in langsameren Abständen? Okay, damit treffe ich schon mal gar nichts. Hier ist noch ein Magazin gewesen. Klicke, klacke, klucke. So, schmeiß mal noch einen. Da triffst du doch nichts mit dem Ranz. So. Schauen wir mal. Gehen wir mal weiter. Nächste Station. Oh, wir hatten hier. Ha, ist bei Keystraw hinterm Haus. Oh, warte mal. Ich muss nochmal zurück zur Salatbau und die Maschine ausmachen hier, sonst feuert die ja die ganze Zeit weiter. Das frisst nur Ressourcen. So, hier. Geil. Tommy Gun. Ja, das ist ja mal. Give our new salad bar a shot. Ja, sind wir ja da gewesen. Gut, dann haben wir hier klassisches Gerät, ne? Pump Action. Ja. Sollen wir mal so eine Triple Hit Shell. Ich kann mir die ja hier... Ach, die kommen nach. Das ist gut. Aha. Zwei. Wie viele gehen denn da rein? Drei. Vier. Fünf. Hä? Hä? Das war's. Oder pumpen wir mal eine rein. Moment. Loslassen. Anfassen. Ist schon, oder was? Achso, die war schon. Da schwimmt Fleisch. Und Cowboy-Hüte. Ich sag das ist hinten, das ist bei Kies hinten im Garten. Da sieht's genauso aus. So, was haben wir denn da? Reset all buffered objects? Will ich nicht. Ich will mit der Thompson schießen. Ach, wie cool. So, guck mal, machen wir hier so eine kleine hübsche Trommel rein. Was ist jetzt los? Gesichert oder was? Grab, foregrab. Ach so, die ist offen. Bleibt die Kammer hier? Okay, okay, cool. Yeah! Yeah! Ha. Geil. Schön, schön. Passt auf. Guck mal, jetzt machen wir mal hier. Können wir da hinten? Ne, da sehen wir gar nichts.
Rubber Ducky ist explodiert. Was ist das da eigentlich? Was soll das sein? Ist das eine große Made? Hm, die Soup Station. Soup's up, nothing compliments. A sampler platter meal better than one of our... Ih, was war das denn? Im Augenblick gleich gesehen, wie da irgendwie so ein Schmalzbatzen reinfällt. Hm. Tja, Reset? Kann ich das resetten? Nö. Tja, dann haben wir das auch. Tommy Gun, Machine Gun, was kommt noch so? Schauen wir mal. Wir schauen uns. Es ist ja nur einmal hier so. Aha, so. Submachines und so ein Zeug. Was kommt denn da noch? Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Ha. Naja. Okay, wir sind an der Hot Bar. Was gibt's denn hier für. Oh, da hinten. Da hinten. Das ganz große. Könnte so T-Bone Porterhouse, weil habe ich jetzt, konnte ich nicht erkennen. Schauen wir gleich. Suppressoren, Schalldämpfer, guck mal hier, da haben wir Kram, da können wir Grips machen. Eine kleine Microtorch können wir dran machen. Reflexvisier. Ich meine, das ist aber so ein Classic hier, oder? Das ist so ein klassisches Gerät, sag ich mal, was jeder kennt aus allen denkbaren Videospielen. Wo ist denn hier der Hahn zum Schnalzen? Ach, da. So heißt er natürlich nicht, der Hahn zum Schnalzen. Ob ich das da vorne so treffe? Kimme und Corner. Ja, guck mal, Alter. Wer braucht schon Visiere? Bam! Guck mal, der hatte schon, der war so weit weg. Der hatte Zeitverzögerung. Ja. Schick, machen wir so. Klack. Und schön spannen und. Ich meine, damit kann man nichts falsch machen mit dem Gerät. Safe. Wir können noch mal. Eins jage ich mal in Automatik noch durch. Klack. Wunderschön. Und bitte. Ach so, so ist Automatik. Okay, das ging noch relativ schnell. Ach guck mal, wir hätten auch noch einen Schalldämpfer dran machen können. Was soll denn den. Muss ich den aufschrauben? Jetzt fliegt er doch wieder weg. Dann natürlich. Hier an die Seite. Amerika. Hier, wir machen. Das ist einfach ein Multitool, ne? Das ist einfach nicht für die normale Menschheit gedacht. Das ist einfach für Profis und Professionelle. Was zwei völlig verschiedene Dinge sind. Und jeder, der was anderes sagt, erzählt Unsinn. So, was bringt jetzt hier ein Reflexvisier drauf? Nichts. Kann ich das überhaupt befestigen? Warum gibt es denn hier für den Karabiner keinen so einen optischen Kram? Kann ich den hier vielleicht da? Nö. Nö, das ist ja Quatsch dann. Aber das russische Gerät, das hat hier so einen Streifen irgendwie, ne? Man muss das so da reindrücken. Uppala. Und dann schnalzt es so nach vorne. Jetzt habe ich natürlich für das Gerät kein Visier oder so. Ist ja ein Repetierer, oder muss ich nachladen? Ah, oh Mann, ey. Das war noch nah dran. Das war noch nah dran. Ne. Der alte Mann trifft nichts. Ich glaube, es ist die letzte im System. Tja, die gute Mossin lassen wir dann mal. Und gehen weiter an den Desert Table. Oh la la, sag nicht das Ding, da kann ich schießen. Erzähl mir jetzt nicht die Geschichte von... Alter! Übel, die Vorkriegswaffen. Ich mir die mal... Hohoho, Leute! Okay, ich weiß, was hier abgeht. Ich weiß, was hier abgeht. Das ist ein Raketenwerfer mit ein paar Raketen. Ach, guck! Da ist sogar so ein Spawn-Ding. Das ist natürlich geil. Dann können wir uns natürlich hier so ein bisschen auslassen, ne? So, was...
Kann ich das Ding hier... Moment, geht das auch hier drauf? Der muss doch irgendwie gurtgefüttert sein. Kann ich die... Nee. Geht nicht. Die steht hier nur so rum. Ach, die ist geladen! Junge, die ist geladen! Oh! Da kommen sie! Die Konföderierten! Boah, ey, das Spiel kackt ab. Es ist zu heftig. Es ist zu krass. Ja! Kann ich hier überall langlatschen? Das ist ja voll der Freizeitpark. Ach, jetzt check ich's. Hotbar, hier ist dein Ende. Sehr geil. Sehr geil. Okay, Moment. Der Klassiker. Mit dem wissen wir ja jetzt schon zu arbeiten. Haben wir ja schon gelernt. Erstmal füllen wir die Kanüle hier ein. So. Dann nehmen wir das. Dann entsichern wir das Gerät. Zielen und Feuer! Sehr schön. War schon angenehm. War schon angenehm. Hoppala. Wir wissen damit nicht mit dem Bunsenbrenner dran rumspielen. So, jetzt hole ich mir da hinten das Fleisch. Batz! Wunderschöner Treffer, Alter. War zwar nicht direkt das Fleisch, aber prinzipiell war es schon ziemlich geil. Haha, so. Guck mal, jetzt kann man hier noch ein bisschen... Was haben wir denn für ein verstecktes? Hallo? Hallo? Ein Wiedersehen mit uns beiden, ja? Mhm. Sehr schön. Dann lass uns doch mal hier gleich eine kleine Runde flacken. So, nehmen wir das Ding erstmal hier und das Teil da. So. Ja. Sehr schön. So, dann nehmen wir das da. Oh, wie geil. Guck dich die Hülsen an. Was tankt der denn, der Apparat? Damit kannst du doch gar nicht zielen, ey. Ah, naja, ein bisschen geht. So. Oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh, der kommt wieder runter. Der kommt wieder runter. Huh. Leer. Na dann. Huh, lass mal schnacken, ne? So. Krieg ich dafür auch mal... Ne. Kannst du gar nicht... Naja, die Sätze nie beenden. Leg dich mal dahin. Entspann dich mal ein bisschen. Aber wir haben keinen Munitionsspawn-Teil. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, okay, pass auf, ich nehme hier... Ich habe zum Beispiel noch nie richtig gescharfschützt. Aber wir haben noch eine Scharfschützen-Range, die wollte ich mir auch noch mal vornehmen. Wir nehmen uns alles vor. Ich will mir das ganze Spiel von vorn bis hinten genehmigen. Was ist denn Anti-Material Rifle? Sieht doch wahnsinnig gut aus. Spawn, Spawn, Spawn. Spawn mir noch eins, ich will mich nicht bücken. Nein, Spiel! Okay, ich hab's. Ich hab's. Wir können es da draufsetzen. Ist verkehrt rum. So. Okay. Oder? Ja, und dann hier diese kleinen, das kleine Mini-Kaliber. Okay. Hallo. Ne, gibt es keinen Tisch zum... Ich will nur mal einen so ein... Entsichern.
Ist geil. Nicer Shit, Leute. Richtig gute Sache. Wofür ist denn der hier? Achso. Das reinklappt. Sogar. Oh, ist das ein nice Gerät, ey. Was ist denn hier mit dem goldenen Spucknapf? Ach ja. So, ich würde sagen, wir setzen dem ganzen Spektakel hier jetzt noch sein. Er wollte es ja so. Er wollte es. So, dann das Ding hier einmal elegant einführen. So, glaube ich. Ja. Sehr schön. Okay, Freunde, also, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und, ja, bewerten nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen!